Thomas hatte zwei große Ängste. Zwei. Einmal, dass sowas passiert wie mit Samuel Koch, ein Fall, wo auch seine große Klappe nichts mehr retten konnte. Das zweite war, er hatte Angst, dass seine Kinder entführt werden und dass er als Moderator in einer Live-Sendung da zum Zentrum einer Erpressung führt. Das Problem ist, dass Thomas mit den eigenen Leuten im Hintergrund Probleme hatte und deshalb die Lust verloren hat. Und da gehören die Leute hinter den Kulissen abgestraft, aber nicht der Thomas. Also es gibt eine Sprachpolizei leider in den Medien seit einigen Jahren schon. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, heute wieder zu unserem Podcast bzw. zu unserem YouTube-Kanal. Egal, wo du jetzt zuhörst, ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast für dich mitgebracht, einen Mann, ja, der schon ein Urgestein ist, sage ich mal, jetzt der Fernsehwelt. Wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen. Servus Holm, Holm Hallo Dressler. Paul, grüß dich. Für diejenigen, die kurz überlegen müssen, der Mann hat Historie. Er hat Wetten, dass ist ja jetzt letzten Tage wieder uns in Erinnerung gekommen, nachdem es jetzt sozusagen nochmal eine neue Abschiedssendung von Thomas Gottschalk gab. Und tatsächlich hat dieser Mann sehr, sehr viele Folgen mit dem Thomas gemeinsam damals Wetten, dass gemacht. Ich glaube auch schon vor dem Thomas, aber das wirst du uns jetzt gleich erzählen, Holm. Wie viele Jahre liegt das zurück? Wann hast du deine erste Wetten, dass Sendung gemacht und was war genau deine Aufgabe? Ja, also man muss tatsächlich zurück sein. Also ich feiere mein 50. Karrierejahr hinter den Kulissen des Entertainments. Ich habe 1973 mit dem Fernsehen begonnen, zwar als Kabelträger, aber ich zähle das einfach mal dazu, auch wenn Ja. es dann noch 4 weitere Jahre dauern sollte, bis ich dann ein bisschen was gerissen habe, als ich nämlich Thomas Gottschalk in Baden-Baden kennengelernt habe. Und zeitgleich habe ich auch den Frank Elstner kennengelernt, beide beim Südwestfunk in Baden-Baden. Auch noch Blecki Fuchsberger, der ihn noch kennt. Der war der Dritte im Bunde. Ja, und der Frank ist dann 81 zum ZDF gewechselt, weil er eine Idee hatte, die er mit dem ZDF realisieren wollte und hatte mich gefragt, ob ich gerne ihm folge. Und da habe ich gesagt, ja, wenn der Thomas auch mitkommt, dann bin ich gern dabei. Allerdings mit einer Verzögerung. Der Frank hat dann die Idee von Wetten, dass dem ZDF vorgeschlagen und seine erste Sendung im Februar 1981 gehabt. Also auch schon stolze 42 Jahre Ja. her. Und ich bin dann mit der im selben Entstehungsjahr mit der vierten Show eingestiegen von Wetten, dass und war dann hinter Kulissen, wie es dann so schön heißt, zunächst als Redakteur zuständig. Später, als ich mich freigeschwommen habe, als Produzent. Ja, meine Aufgabe war es hinter den Kulissen, die Sendung so zu gestalten, dass Frank sie moderieren konnte. Das heißt, der Frank ist natürlich auch ein kreativer Geist. Wir haben das zusammen gemacht, zusammen mit einem Team. Aber meine Hauptaufgabe war eben, die Wetten zu testen. Also der Kern der Sendung eigentlich, Von ne? den Das, Zuschriften, die kommen, ja. die sozusagen zu klären, was ist ernst gemeint, was ist fake. Und dann habe ich wie ein Zirkusdirektor von Helgoland bis Garmisch-Partenkirchen tatsächlich die Kandidaten getestet, ob sie das können oder nicht. Und das Wichtige, ich will es mal vorwegnehmen, war nicht, dass sie es schaffen, sondern die Möglichkeit, es auch nicht zu schaffen, war erlaubt, denn der Sinn einer Wette ist der offene Ausgang, nur es musste spannend sein. Und das habe ich dann mit Frank gemacht und später als Thomas Wetten, dass übernommen hat, mit ihm auch, Ja. bis wir dann beide von RTL abgeworben wurden, sowohl der Thomas als auch ich, um die Late-Night-Show einzuführen. Aber das waren immerhin 15 Jahre, die ich dann Wetten, dass sozusagen die ersten 15 Jahre hinter den Kulissen gestaltet habe. Genau. Wir wollten ja heute hauptsächlich die positiven Sachen beleuchten, aber wenn du es jetzt schon so kurz angeschnitten hast, vielleicht bringen wir es trotzdem auch noch mal ganz kurz, weil ich vorher auch so beim Recherchieren jetzt für unsere Sendung auch noch mal verschiedene alte Sachen mir angeschaut habe. Und da war auch dieser kurze Ausschnitt, auf den ich gestoßen bin, den wir auch kurz einblenden können, wo also Thomas Gottschalk damals diese traurige Sendung abbricht mit Samuel Koch, wo ich ja von dir auch mal bei einer Charity eingeladen war und ihn kennenlernen durfte, auch vor ein paar Jahren. In diesem Fall bitte ich Sie also um Verständnis. Wir werden jetzt diese Sendung hier an diesem
dieser Stelle abbrechen. Das ist auch für einen Entertainer mal ganz schwer zu sagen. Also ich hätte für Sie so viel heute Abend vorgehabt. Aber alles andere wäre falsch. Und gerade wir im ZDF fühlen uns verantwortlich, hier nicht auf heiter zu machen, wenn wir nicht wirklich heiter sind. Und das können wir jetzt leider nicht mehr in der Form sein, wie wir Ihnen das gerne präsentiert hätten. Wir werden einen Film jetzt einspielen und werden Sie selbstverständlich mit irgendwelchen Informationen, mit Scrolls über den aktuellen Stand immer wieder aufklären. Und wir wissen in ungefähr 45 Minuten, wenn es eine vernünftige Untersuchung gegeben hat, wie es dem Samuel geht. Und bis wir das genau wissen, halte ich es für meine Pflicht, einfach hier nicht weiter zu spielen, als wäre nichts passiert. Ich weiß, dass Sie mich verstehen. Ich bedanke mich. Und wir werden im Heute-Journal, also in den Nachrichten, auf jeden Fall eine Schaltung haben, wo wir Sie über den aktuellen Stand vom Samuel aufklären. In diesem Sinne also ein, nach einem fröhlichen Anfang, doch relativ kurz hinterher ein trauriges Dankeschön. Und so hätte es nicht kommen sollen. Ich bitte um Ihr Verständnis und danke sehr. Das ist natürlich das Schlimmste, hat er selber gesagt, was einem passieren kann. Und das wünscht man sich halt gar nicht. Ist dann halt passiert, war dann vorübergehend ja auch das Aus von Wetten, das, obwohl es ja nachher wieder kam. Aber das ist dieses Restrisiko sozusagen, das man halt auch hat, eigentlich immer im Leben, ne? Bei jedem Sport, bei jedem Spitzensport. Ja, bei Wetten, das war es doch etwas Besonderes. Also der Thomas hat gesagt, ich habe eine große Klappe. Ich kann jede Panne im Fernsehen überbrücken. Macht euch keine Sorgen. Nur bei einer Sache, da hilft auch meine große Klappe nicht, wenn etwas passiert. Mhm. Und der Thomas hatte zwei große Ängste. Zwei. Einmal, dass sowas passiert wie mit Samuel Koch, ein Fall, wo auch seine große Klappe nichts mehr retten konnte. Das zweite war, er hatte Angst, dass seine Kinder entführt werden und dass er als Moderator in einer Live-Sendung da zum Zentrum einer Erpressung führt. Das ist glücklicherweise nie geschehen. Wir haben immer Sicherheitsvorkehrungen beachtet. Hunde vor der Show durch den Saal haben schnüffeln lassen, ob sich irgendwas versteckt. Aber das war tatsächlich seine große Angst. Ja. Da, wo er sagte, da bin ich aufgeschmissen. Und bei Samuel Koch war es dann der Fall. Diese Betroffenheit war natürlich ehrlich. Und hinter den Kulissen muss man sagen, der Thomas hat sich ja dann auch um Samuel gekümmert. Er hat ihn finanziert, er hat alles möglich gemacht hinter den Kulissen. Das ist gar nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen. Das heißt, er war am Ende tatsächlich derjenige, der den Samuel bis heute finanziell unterstützt. Mhm. Ja, das sind traurige Momente, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt vor wenigen Tagen, am 25.11., das ist genau nach meinem Geburtstag sozusagen der Tag drauf, hat der Thomas nochmal die große Bühne für sich gewinnen können. Und viele haben sich ja die Frage gestellt, ja, wird das jetzt nochmal so eine Sensation? Wird es überhaupt nochmal Leute geben, die das sehen wollen? Oder ist das schon, und man hat gesehen, 12,3 Millionen Zuseher waren es. Also ich meine, das ist ja schon gigantisch für heutige Verhältnisse. Ich meine, Wetten, das hat sich ja überhaupt, ich glaube, mit Abstand als beste Sendung des deutschen Sprachraums über so viele Jahre gehalten und die besten Einschaltquoten. Da kannst du sicher auch noch ein bisschen mehr dazu sagen. Aber also als Unterhaltungsshow zumindest die Tatorte, die haben teilweise dieselben Quoten, teilweise, wenn sie aus Münster kommen, zum Beispiel, oder sogar noch drüber. Aber als Entertainment-Format, da kann man sogar halbieren. Also nicht mal 6 Millionen werden ja heute noch geschafft. Ja. Das heißt, es verteilt sich alles sozusagen auf die Vielzahl und Vielfalt der zu empfangenden Sender, was auch völlig normal ist. Und bei Wetten, das ist eben dieser Ereignischarakter, den Wetten, das immer hat. Es ist live, es ist in dem Moment geschieht das. Es ist wie ein Sportereignis, wo ich bis heute sage, das ist auch die Chance für das lineare Fernsehen, auch im Entertainment Live-Ereignisse zu schaffen, was die Streaming-Dienste nicht schaffen. Und dadurch glaube ich weiterhin an die große Samstagabendshow, im Gegensatz zu vielen Kollegen natürlich, weil sie immer wieder totgesagt wird. Aber der Samstag hat eben gezeigt, mit 12,5 Millionen, wenn das Ereignis stimmt, und man kann für und wieder sogar zu diesem Ereignis stehen, aber es ist eben von großem Interesse. Und dass der Thomas da nun seinen Abschied genommen hat, es ist, ich habe vor der Show, habe ich den Thomas versucht zu überreden, komm, lass es, mach es weiter, mach's noch einmal, Sam, so ungefähr. Aber als er dann die richtigen Worte am Schluss gefunden hat, da war ich auch Thomas' Meinung, sodass ich sage, es ist richtig, dass Thomas aufgehört hat.
Mit Wetten, dass, nicht mit Ja. dem Fernsehen. Ja. Aber Wetten, dass sollte weitergehen. Und ich denke, das Konzept ist so stark mit Wetten, mit prominenten Stars und Showtime, dass das ein geeigneter Nachfolger, den wir noch nicht haben, der noch nicht mal irgendwo in der Nähe ist. Aber sollte es ihn irgendwann geben, sollte Wetten, dass eigentlich auch weiterhin ein Erfolg sein. Okay, bevor wir uns jetzt ein paar Highlights aus der Vergangenheit anschauen, würde ich mal vorschlagen, wir schauen uns gleich so ein bisschen diese Schlussworte vom Thomas. Also wir machen es wie in einem guten Film, wir steigen am Ende sozusagen ein, schauen Genau. uns die nochmal an. Und ja, die haben ja so ein bisschen Aufregung in den Medien da und dort hervorgerufen. Man hatte das Gefühl, er spricht es aber richtig vom Herzen aus, was er sich denkt. Und vielleicht blenden wir mal ganz kurz ein hier seine Worte. So. Und ich bin dabei, mich mit meinen Worten von euch zu verabschieden, was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nu, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Ich bin natürlich des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum, ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt, und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Dankeschön. So, in der Schweiz geht es auch von selbst bergab. Wir brauchen Hilfe der Politik in Deutschland, damit es bergab geht. Und dann kurze Ruhe, ein paar Sekunden, hätte man eine Stecknadel fallen können und dann plötzlich ja, der erlösende Lacher und der Applaus vom Publikum. Bergab geht sogar in der Schweiz von alleine, ja. Ja. Wir brauchen die Hilfe der Politik in Deutschland, dass es bergab geht. Ist Thomas, war Thomas immer so provokant mit seinen Äußerungen oder ist er heute an einem Punkt angelangt, wo er sagt, Leute, ich brauche das öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht unbedingt. Ich sage einfach, was ich mir denke. Also, ich fange mal mit den Schlussstatements von Thomas an. Wäre ich sozusagen noch maßgeblich an der Sendung und auch im Hintergrund beteiligt und er hätte mir davon erzählt, dass er das vorhat, hätte ich gesagt, Thomas, tu es nicht. Denn es stimmt auch irgendwie nicht, dass man heute nichts mehr sagen darf. Das hat die AfD irgendwann mal erfunden. Und das stimmt nicht. Du kannst heute alles sagen. Nach wie vor. Und man sollte auch alles sagen, was einem bewegt. Ich glaube, der Thomas wurde hier etwas falsch verstanden. Vielleicht hat er auch vieles da in eine Mengenlage gebracht. Natürlich meinte er jetzt ja keine politischen Äußerungen, sondern er meinte, angefangen vom Gendern, bis vorsichtig, das darf man nicht sagen, vom Negerkuss bis zum Zigeunerschnitzel. Also es gibt eine Sprachpolizei leider in den Medien seit einigen Jahren schon. Auch der Bully Herbig hat sich darüber beklagt und sagte, ich hätte heute meine Winnetou-Persiflage gar nicht drehen können. Diese Sprachpolizei, die da auf alles achtet und überall stürmt und sagt, das darf man nicht, das soll man nicht. Das ist natürlich schade, dass es diese gibt, weil es nimmt einen ein bisschen den Wurf sozusagen, alles rauszulassen. Aber den Thomas hätte ich gesagt,
Du bist davon völlig befreit. Du durftest schon immer alles. Und er hat auch schon immer gesagt, 80% von dem, was ich sage, stimmen. 20 sind Mist. Die müsst ihr einfach überhören oder die müsst ihr ertragen. Okay. Weil ich sozusagen, wie der Schnabel mir gewachsen ist, das spreche ich. Und das will ich auch lassen. 80% ist eine gute Quote, dass da einige was stimmt. Und 20 sind eben für den Papierkorb. So, Genau, und er ist aber jetzt hat er, Entschuldigung. pardon, ich will das sozusagen da nochmal abrunden. Und wenn er das gesagt hat, dann meint er ja eigentlich nicht die Sprachpolizei, sondern meint die ZDF-Kollegen. Er meint sozusagen, er spricht vom Aufnahmeleiter, er meint aber den Redakteur, den Unterhaltungschef, wer auch immer. Und hier ist das Problem, dass tatsächlich in den Sendern, in den Entscheidungsträgern sozusagen eine Angst sich breit macht, was auch lähmt. Das lähmt Entscheidungen, provokante oder innovative Shows zu platzieren, sozusagen immer im Mittelmaß zu bleiben. Und leider ist es offensichtlich so, dass man dem Thomas in den Vorgesprächen, in den Nachgesprächen da irgendwo kirre gemacht hat. Und das war zu meiner Zeit nicht der Fall, sondern wir haben ihn sozusagen immer ermutigt. Und hier, glaube ich, liegt das Problem, dass er glaubte, in seinem direkten Umfeld immer wieder darauf angesprochen zu werden. Und das war ihm einfach zu viel. Und das kann ich dann verstehen, aber nicht etwa allgemein, das hätte er mit links ausgesessen. So what? Ja, es gab ja auch dann die Situation vorher, wo er mit Helene Fischer und dann mit Shirin David und so weiter, und da gab es ja auch schon so ein bisschen Spannung, hat man auch da schon ein bisschen gespürt. Aber es war noch immer eine ganz Ja, lustige, und auch er hat ja das ist immer ein auch mit gutes Beispiel. Ratschläge. Aber klar, eine Shirin David, mit der ich persönlich auch gar nichts anfangen kann. Da Ja. stoßen Generationen. Die gehört nicht auf eine Wetten, dass Couch. Und wäre sie nicht im Duett mit Helene Fischer, wo sie genau genommen atemlos eigentlich ziemlich verhunzt haben, sozusagen. Und Helene Fischer war schlecht beraten. Und warum hat sie das gemacht? Vermeintlich neue Zielgruppen. Nein, es gibt sozusagen diese Influencer-Generation. Sie will ich auch, wie es Thomas ja auch nicht macht, nicht über einen Kamm scheren. Aber sie sind schon irgendwo anders drauf. Und wir, die etwas älter sind oder über die Medien gewachsen sind, sind auch anders drauf. Und da muss man nicht Brücken bauen, finde ich. Ich muss keine Show erfinden, in dem Heino und Jon Bon Jovi auftritt. Dann sind beide sauer, nämlich die Heino-Fans und die Bon Jovi-Fans. Warum nicht wetten, dass mit seinem Publikum wachsen lassen und dann gehören ein Rod Stewart, der jetzt auftritt, der immer noch gut gehen kann. Und auch eine Sophie Loren hat neulich ein Schiff getauft. Also die sind alle noch gut drauf. Also da findet man ihr Publikum. Aber da wurde dem Thomas eingeredet, nein, wir müssen Influencer, und na, die kenne ich ja nicht, nein, und kein Rod Stewart, das ist eben verkehrt. Das Problem ist, dass Thomas mit den eigenen Leuten im Hintergrund Probleme hatte und deshalb die Lust verloren hat. Und da gehören die Leute hinter den Kulissen abgestraft, aber nicht der Thomas. Ja, aber wahrscheinlich eben auch so ein bisschen diese politische Angst, ne? Wenn ich also jetzt nicht das jetzt sage, was gerade die Mehrheit hier hat, also jetzt nicht von Thomas Seite, sondern von Seiten des Redakteurs oder wie auch immer, dann könnte das sozusagen meinen, wenn ich so will, jetzt Beamtenjob kosten, ja, also nicht. Ja, das hätte es natürlich nie gekostet, aber Ja. er hatte ja schon früher, war was heute Shitstorm genannt Ja. wird, gab es früher auch schon. Das waren die Telefonanrufe während der Show. Und da Ja. wurde Protokoll geführt und da waren genauso wer anruft, sind die Leute, die stinkig sind, die sauer sind, Ja. die alles gut finden, rufen nicht an. Und nur die fühlen sich bemüßigt und die Ist ja wollen immer sofort so. Thomas sprechen. Die Ja. rufen an während der Show und sagen, ich will den Thomas sprechen. Und dann sagt die arme Telefonistin, der ist ja auf der Bühne, das ist mir egal, bringen Sie ihn hierher, ich will ihn sprechen. Ja, und jetzt Und bin ich dann wird immer. dann Protokoll geführt und dann sind das solche Stapel von Ja. Protokoll von 1,5 Stunden, die wir dann bekommen haben. Und die habe ich natürlich den Thomas nicht gezeigt. Ja. So what? Da habe ich im Papierkorb, wo sie hingehören. Und Ja. so, wo gehört der Shitstorm hin? In den Papierkorb, in den Medial. Und kein Mensch fällt auch danach.
Das ist ja, ich glaube, jeder, der einigermaßen erfolgreich ist auf seinem Gebiet, der hat auch Hater, der hat auch irgendwelche Leute, die anders Ja. denken. Und wenn du, also Polarisierung heißt ja auch nichts anderes, wenn du auf der einen Seite des Pols bist, muss ja auch auf der anderen Seite des Pols irgendjemand stehen. Thomas Ja. war übrigens immer zart beseitet, was Kritiken betraf. Ja. Er wollte jeden Leserbrief, der hört zu, beantworten, der ein bisschen an Ja. ihn genagt hat. Also wir haben eigentlich versucht, ihn zu befreien, was ja nicht ganz geht. Also er steckt es nicht weg. Und wenn dann sowas kommt und dann kommt vielleicht der Redakteur, ich male es mir mal aus, nach der Show und sage, jetzt lese ich dir mal vor, was im Internet los Ja, war. ja. Ja, dann ist, kriegt der Thomas durch die Krise und ich höre auf, ich gehe nach Amerika, ich will Er hat das damit ja nichts sogar mehr zu an. tun haben. Richtig. Also, er hat das ja an anderer Stelle, habe ich sogar mal ein Interview gehört mit ihm, wo er gesagt hat, dass ich war eigentlich immer gewohnt und ich wollte immer eigentlich von allen geliebt werden und ich war eigentlich immer gewohnt, ne, dass ich die Massen eigentlich da positiv mitreißen kann. Und wenn mal irgendwer böse war, dann war das schnell wieder vorbei. Und für ihn ist das einfach irgendwie auch so ungewöhnlich, eben, dass das nicht so ganz mehr Und da mit. hat eben leider, und das finde ich bedauerlich, der Thomas so ein bisschen die Leichtigkeit verloren, auch an sich selbst zu glauben, eine gewisse Chuzpe, eine gewisse Gelassenheit, die hat er verloren. Und die hat so ein bisschen leider bei dem Thomas den Zynismus auch breit gemacht. Er war früher alles nur nicht zynisch, aber auf seinem Instagram-Kanal, ob es nun um den Abschied von Michelle Hunziker ging oder um seine frühere Frau Thea, da lässt er manchmal auch Sprüche raus, aber die ja nicht spontan sind, die schreibt er ja, die nicht gelungen sind. Da ist ein gewisser Zynismus zu sehen, zu hören, zu lesen, den ich an Thomas nicht kenne, hat mit der gesamten Entwicklung zu tun, dass er immer mehr denkt, ach, lasst mich doch in Ruhe. Leider ist es so. Schade. Kurz noch zu den Highlights, vielleicht da oder dort. Es gehört ja immer dazu, ein guter Moderator hat ja, zeichnet sich ja wahrscheinlich durch besonders ein, zwei Dinge aus, aber einer der Punkte, glaube ich, ist auch immer diese Schlagfertigkeit. Ne? Also einfach, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert, ich habe mal ein Interview gesehen, das können wir vielleicht auch mal ganz kurz hier einblenden, einzelne Passage, das war nicht in Wetten, dass, das war in sowas. Da hat er den Kinski, Klaus Kinski interviewt. Und das war jetzt alles andere als sehr leicht für einen Moderator, wenn wir dann kurz mal so zwei, drei Passagen uns anschauen. Darauf, bitteschön. Ja, Herr Kinski. Ich hatte das Mikrofon am Arsch. Das Mikrofon da hinten drin. Ja, ich habe ich meine, so ein Apparat, hier kann ja, mich habe ich auch. Aber ich meine, kann mich nämlich darauf setzen. Ach doch, ja, es geht schon so. Ist alles klar. Flexibel, wie wir sind. Herr Kinski, Sie haben, als wir Sie um 7 geholt haben, gesagt, Kinder, lasst mich noch mal ins Hotel. Wenn ich um 8 im Fernsehen auftrete, will ich auch um 8 Uhr kommen. Sind Sie so ein spontaner Mensch? Macht Ihnen das Spaß, einfach so locker ran an die Sachen? Ich habe nicht gesagt, Kinder, lass mich noch mal ins Hotel. Ich habe gesagt, ich will in so einem Stinkladen nicht warten wie in Hamburg, wo mir ganz übel wird schon vorher. Habe schon 2 Stunden. Hier ist Gott sei Dank, hier raucht keiner, weil es ist normal. In Ja. Amerika raucht kein Mensch bei einer Fernsehsendung. Da haben die alle gequalmt 3 Stunden lang und dann hatte ich so eine Birne und Magenkrämpfe und so. Und dann haben sie gesagt, jetzt gehen Sie erstmal in Ihre Garderobe. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht, ich habe ja nichts verbrochen, warum muss ich in eine Einzelzelle gehen, okay? Und so, deshalb dachte ich, das wiederholt sich hier nochmal, weil die mich Ist klar. eine Nee, anderthalb Stunden zu früh hergeholt haben. Ich sage, da kann ich doch nicht ist klar. herstellen Nee, also zurück. Sie sind praktisch immer nur Bier dann sauer, trinken. wenn man Sie ärgert. Sie sind also kein von sich aus schwieriger Mensch, sondern wenn man Sie ärgert, dann kriegt man auch den Stress, den man verdient. Naja, das ist auf jeden Fall bei jedem, glaube ich, nicht? Ja. Ja, es ist einfach so, dass wir natürlich auf unsere paar internationalen Stars ja ganz stolz sind. Weil jetzt haben wir ein paar, die international bekannt sind. Dann kommt der Helmut Berger zu Herrn Rosenthal und wackelt. Und ich bin froh, dass Sie heute bei mir sind. Aber sind unsere ganzen deutschen Stars, die wir so im Ausland haben, einfach auch immer so ein bisschen enfants terribles, die sagen, nee, also wir wollen noch zeigen, dass wir da sind? Ist es eine Live-Sendung? Freilich live, alles klar. Ja, mehr, da kann ich sagen, weil da hat es einen Sinn zu sagen, aber dann schneiden die sie mal raus. Nee, nee, wir sind okay. also ohne Na, ich Netz und meine, doppelten Boden. Ich verstehe die Frage nicht. Nee, ich wollte. Ja, ich ist auch, ich auch. Also, ja, ich wollte sagen. Hat keinen Zusammenhang. Das hat keinen Zusammenhang. Pass auf, also ich verstehe nicht, ich kann es nicht beantworten. Ich bemühe mich nochmal. Es gibt ja ein paar deutsche Stars, die wir nur haben. Helmut Berger ist zwar ein Österreicher, sagen wir deutschsprachige Stars. Sie sind auch einer der internationalen. Was heißt, wir haben, wer hat. Ja, wir sind doch stolz auf unsere Stars, wir Deutschen, die international bekannt sind. Also man kennt sie international, das ist keine Frage. Genau, okay, was bin ich, also.
Ja, ich würde als internationaler Star, also sonst hätte ich es ja gar nicht eingeladen. Ja, aber ich weiß immer gesagt, wir, ich weiß nicht wir, was meinst du? Wir Deutsche, also ich meine, wir haben ja nun international nicht viel zu melden im Filmgeschäft, sage ich mal. Jetzt sind unter unserer ganzen Hoffnung auf ihn. Zähle. Wiederhol das nochmal. Achso, ich mach's ganz einfach. Kann dir nicht folgen, also nochmal. Dann fragen wir was anderes. Okay. Fragen wir was anderes. Herr Kinski, Sie sind auch damit nicht zufrieden, also Sie machen, Sie liefern das Allerbeste ab, auch wenn es Ärger gibt. Verstehe ich wieder nicht die Frage. Warum soll ich mit mir zufrieden sein? Ich meine, das ist so, also jemand sagt, jetzt haben Sie die Kurve gut genommen mit dem Auto oder so, sagen, sind Sie jetzt zufrieden? Das ist ein ganz organischer und natürlicher Vorgang. Ja. Okay, wenn ich zum Beispiel das zu mir zu nah halten, dann mache ich das zurück. Dann sagen, sind Sie jetzt zufrieden? Natürlich bin ich zufrieden, weil Sie es jetzt nicht mehr so nah an mir haben. Also das ist ja alles eigentlich ganz schlicht und einfach, deswegen... Das ist das Doppelbödige, ist gar nicht so da. Also einfach, wenn das Mikrofon stimmt, sind Sie zufrieden. Und Sie ärgern sich nur über Leute, wenn Sie dumme Fragen kriegen, zum Beispiel wie von mir vielleicht. Also ich bin... nein, ja, ziemlich viele dumme Fragen. Aber ich meine, ich kann mich darüber nicht ärgern. Ich bin dafür bekannt, also. ich habe ungefähr eine Woche nicht geschlafen und so. Und eine Woche, das ist überall, wo man hinkommt, zu sehen, hat man... kriegt man ganz trockenen Mund und weil keine Luft ist nirgends und so. Hier ist ein bisschen besser als in Hamburg, weil hier nicht geraucht wird. Und dann, ich denke eigentlich im Augenblick daran, dass ich jetzt gleich ins Hotel zurück kann und ein Pilsner Bier trinken kann und ins Gönnen Bett. Hat aber ein bisschen Spaß gemacht, oder? Ins Bett, wahnsinnig Spaß. Ne? Wir haben... Ja, also beim Kinski, der ist ja tatsächlich zu einem Fernsehklassiker geworden. Wobei, da gibt es eben auch eine Vorgeschichte. Was war? Es war die Live-Show oder sowas, 19:30 im ZDF, live. Und wenn wir unsere prominenten Gäste eingeladen haben, dann haben wir immer für uns gesagt, er sollte um 18 Uhr im Studio sein mit Maske und Garderobe. Dann wissen wir, sind da, denn 19:30 ist ja die Sendung. Also haben wir auch den Kinski mit seinem Begleiter von der Filmfirma um 18 Uhr ins Studio gebeten, er war pünktlich und wollte gleich ins Studio und wollte gleich den Talk machen. Da habe ich gesagt, Herr Kinski, nein, Sie haben ja noch Zeit, Sie gehen jetzt in die Garderobe, da gibt es was zu trinken und um 19:30 beginnt die Show. Da ist er mir an die Gurgel, so laut rausgepult. Und warum bin ich jetzt schon um 18 Uhr hier? Was, wer bin ich denn überhaupt? Wissen Sie nicht so, wer ich bin ungefähr? Und mit der Achse umgedreht und raus aus dem Studio und Wacht nicht mehr gesehen. Sozusagen raus. Und dann bin ich zum Thomas und habe gesagt, ja, Kinski war gerade da, gut gelaunt, wie immer. Aber ist nicht mehr da. Und ob er zurückkommt, weiß ich auch nicht. So, gesagt, Thomas, na, mir fällt schon was ein. So, die Sendung beginnt, Kinski war immer noch nicht da. Und dann, als so sein Auftritt ungefähr kam, dann war er tatsächlich da, aber war natürlich in dieser Vorgeschichte auch schon aufgebraust. Und Thomas hat einfach sich zurückgelehnt und hat abgewartet. Er hatte seine Mühe. Es war alles auch eines der ersten sowas Jahre. Und normalerweise kennt er amerikanische oder prominente Gäste, die Entertainment mögen und das ein lockeres Gespräch wird. Aber das ließ ja Kinski nicht zu. Ja. Dann hat Thomas sozusagen auch ganz schön geschwitzt bei ihm. Aber er wusste auch, und das ist dann auch wieder der Instinkt von Thomas, egal was hier gerade passiert, das ist ein Highlight der Fernsehgeschichte, gerade wie es so läuft und gerade warum es so läuft. Das weiß er in dem Moment auch. Und er hat in solchen Fällen trotzdem immer ganz gut Ruhe behalten. Ich habe dann noch eine zweite Geschichte hier, die ist ja auch, glaube ich, relativ legendär dann geworden. Ich weiß nicht, ob das mehr oder weniger, ob beide da kokettiert haben, ob das Absicht war oder ob das dann irgendwo tatsächlich ein bisschen entgleist ist, aber die Geschichte mit Götz-George. Bitte, das war ein verhältnismäßig schwerer Stoff. Ich meine, das wird leicht gespielt, aber an sich ist das dieselbe Arbeit wie bei einem hochkarätigen, ernstzunehmenden Fernsehspiel. Ich meine, es ist ein bisschen... Ich meine, du verstehst wenig von der Schauspielerei. Wollen wir jetzt schon wieder anfangen ein bisschen? Nein, aber man hat diesmal versucht, freundlich und höflich hier. Nein, aber du gehst ja gleich wieder ins Extreme. Ich meine, du sagst mir gleich, einmal machst du das, einmal machst du das. Das ist mein Job, damit verdiene ich Geld. Verstehst du, damit verdiene ich Geld? Entschuldige, ich sitze halt eben nicht 40 Jahre lang auf einer Couch und nerve Leute. Jetzt kommt er, es ist, also, ich habe gesagt, dies
diesmal, okay, lass es uns nochmal versuchen. Wir haben ja schon einmal uns missverstanden. Es kann nicht sein, dass du hier zwar als ernster Schauspieler, aber trotzdem immer die Stimmung vermiest. Du kommst hier rein. Du hältst dich da bitte raus, weil das ja eine Gesetzgebung ist. Er hat mich doch gefragt. Du musst dich da nicht rein. Entspann dich doch mal. Naja, Moment, Moment. Also Götz-George, auch da wissen wir, kein einfacher Patron. Er mag diese Unterhaltungsgeschichten nicht. Weil er das als wirklich leichte Unterhaltung sieht und damit leicht meint mit unseriös als es Zirkus sozusagen, obwohl er ihn privat nicht kannte ihn privat sehr gut, sehr dufter Typ ist und sehr, also sehr gesellig auch und so weiter. Also mit ihm kann man auch gut die Nächte verbringen. Aber hier, klar, hier, was war hier natürlich? Er ist gekommen, obwohl er nicht kommen wollte, weil die Filmfirma ihn zu Wetten, das geschickt hat. Und er sagt, na gut, da bin ich Profi, dann mache ich Werbung, meinen Film und das soll dann aber auch alles sein. Und ja, und der Thomas wollte alles, nur keine Werbung machen für den Film. Nicht, weil er es nicht wollte, er hat es gar nicht mehr im Kopf gehabt, er hat es irgendwie ganz vergessen. Okay. Und das spürt natürlich ein Götz-George sofort und sagt, ja, was ist hier los, wo bin ich hier, wann kommt denn endlich der Film? Und er war dann einfach auch sauer und hat das auch dann einfach rausgelassen. Und da aber auch wieder Thomas gut reagiert, weil er merkte, dass das Publikum auf seiner Seite ist in dem Moment. Ja. Da gibt es eben solche Kandidaten, die nicht so einfach sind zu handeln. Ja, also die Sendung hat ja gelebt eben von den Wetten, aber eben auch von den ganzen Superstars. Und du hast mir ja mal erzählt, wir haben uns ja da früher schon ein paar Mal unterhalten, dass du ja auch viele dieser Superstars mehr oder weniger dann ausgesucht hast, Vorgespräche geführt hast, dann die hinter der Bühne dann schon mal abgefangen hast und so weiter. Wenn man mit so Leuten wie Will Smith, Karl Lagerfeld, Bill Gates, Naomi Campbell und viele, viele andere, Michael Jackson und so weiter, du hast wahrscheinlich noch ein paar Namen, die du uns gleich sagen wirst, kommt da irgendwann zu der Punkt, wo man sich sagt, so, also bei dem Star, was soll da jetzt noch an Steigerung kommen? Hast du das ein paar Mal gehabt oder habt ihr das ein paar Mal gehabt? Nein, wir waren natürlich auf der Suche nach Stars und jetzt blende ich mal tatsächlich auch wieder jetzt in die Gegenwart. Eine Geschichte, die Thomas ja auch in seiner Schlussrede sagt, dass es ja vermeintlich keine Stars mehr gibt. Und das wird ihm auch eingeredet, ja, es gäbe sie nicht mehr, die großen Stars aus Amerika. Und wenn, können wir sie sich auf YouTube angucken. Ein großes Missverständnis. Das Besondere war, wir sind eine Live-Show. Und wer kommt zur Tür rein? Und wenn zur Tür, und das hatten wir auch gleichzeitig, ein Tom Hanks, ein Steven Spielberg, ein Leonardo DiCaprio, kommen durch die Tür, setzen sich auf die Couch, dann ist das nicht aufgezeichnet, das ist nicht YouTube, beliebig abrufbar. In dem Moment, live 1:1 sind sie auf der Bank. Und das hat etwas Magisches. Und dieses Magische, das kann man nicht ersetzen. Ich kann mir ja einen Clip auf YouTube angucken. Nein, dieses Live-Ereignis, das ist genauso, dass man eigentlich nicht gern ein Fußballspiel noch einmal als Aufzeichnung sich ansieht, weil man weiß ja, das kennt das Ergebnis. Also insofern, dieses Magische der Stars, das haben wir uns eigentlich immer erhalten und es gibt genug Stars. Ich produziere aktuell jedes Jahr eine große Preisverleihung, wo das Konzept besteht, dass wir ausschließlich Lebenswerke honorieren, also keine aktuellen Leistungen honorieren, Lebenswerke, auch internationale. Ja, und ich hatte letztes Jahr Lech Walesa, dieses Jahr Joan Collins, davor José Carreras, live im Studio, in der Halle. Es gibt diese Stars, es gibt sie auch weiterhin. Egal, was uns die Influencer da klar machen müssen, dass sie die eigentlichen Stars seien, es stimmt nicht. Die Halbwertszeit von Influencer, die ist ja sehr kurz. Wer jetzt letztes Jahr als Influencer noch ein Superstar war, vermeintlich, da kommt schon einen Monat später jemand anders durch die Tür. Aber die Stars, die auf eine gewisse Lebenserfahrung zurückschauen können, die umgibt eine Aura und das macht sich bei Wetten, das eben bemerkbar. Natürlich gibt es schwierige Stars und einfache Stars. Das hat gar nichts mit der Größe zu tun. Oft ist übrigens das Management drumherum das Schwierige. Ja. Aber während beispielsweise ein Elton John
ein ziemlich unangenehmer Patron ist, unzuverlässig und überhaupt sozusagen schwierig auch im Umgang, war ein Clint Eastwood ganz super drauf. Der hat mit uns gesagt, ich habe Lust auf eine Weißwurst, kommt der mit? Dann haben wir Weißwurst essen mit Clint Eastwood, wir haben geplaudert. Also es gibt solchen und solchen, ne, das kann man vorher gar nicht einschätzen, aber diese Stars gibt es noch, sonst würde das Kino ja aussterben. Insofern würde Wetten, dass oder wenn Wetten, dass weitergeht, dann werden die auch wiederum große Stars auf der Bank haben, wenn sie denn wollen. Ja, du hast jetzt ein gutes Stichwort geliefert, du hast ja auch Kino produziert viele Jahre, nicht nur mit Thomas Gottschalk, sondern wirklich mit ganz, ganz großen Megastars da draußen und einige ganz tolle Filme. Vielleicht noch da ein paar Worte dazu und vor allem auch in Zeiten, wir leben ja gerade auch mal wieder ein bisschen in schwierigen Zeiten. Wir hatten jetzt Pandemie, dann haben wir Krieg in Europa. Wir haben gerade viele Regierungen, die gerade im Umbruch sind auch irgendwo oder viele neue Trends, viele neue Strömungen. Auch unser gesamtes Währungssystem, die hohe Inflation, viele, viele Dinge, die die Menschen da draußen einfach beschäftigen und wo sie sich die Frage stellen, ja, wohin geht das? Ja? Und gerade immer in kritischen Zeiten, also gerade immer, wenn es Krieg gab, wenn es Krisen gab, haben sich ja die Menschen auch gerne abgelenkt, ja, im Sinne von Brot und Spiele, sage ich jetzt einmal. Ja, ja, so hieß unsere Firma, für die es nicht wisst, wir haben unsere Firma Brot und Spiele genannt. Ja, ist also völlig richtig. Das war schon immer so, wird auch immer sein. Ist ja auch gut so. Das Entertainment, also man, sonst versinkt man ja im Trübsal. Und wenn wir uns persönlich auch für Menschen mit Haltung zeigen und beweisen und auch sozial engagiert sind, wo wir helfen können, helfen wir. Bedeutet das nicht, dass wir jetzt alle nur mit todernstem Gesicht durch diese schwierige Zeit kommen. Das wäre ja ganz, ganz schlimm. Sondern wir müssen uns gegenseitig aufbauen und auch aufmuntern. Und die Zuversicht und auch die Hoffnung muss bleiben. Ich habe mir für mein Lebenswerk immer gesagt, sei neugierig auf das, was kommt, aber sei auch immer zuversichtlich und wenn es geht, gut gelaunt. Richtig. Nicht immer, aber wenn es irgendwie geht, sei gut gelaunt und zuversichtlich. Und gibt das auch anderen weiter. Und das bedeutet nicht, dass man durch eine rosa-rote Brille alles sieht, dass man nicht wahrhaben will, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als einem selbst, dass es Kriege gibt, wie auch jetzt aktuell in Israel, ganz schlimme Dinge. Aber es ist erlaubt, auch davon sich mal zu lösen, um auch wieder Kraft zu tanken. Du brauchst ja Energie, du brauchst ja Kraft und Energie, auch für Dinge zu durchstehen. Und diese Energie bringt Lachen, bringt eben Entertainment, Emotionen über Musik, wie auch immer. Und das ist ganz wichtig. Und da gibt es auch viele Beispiele von Zusammenarbeit mit Menschen, die diese Haltung hatten. Egal, ob es eben Arnold Schwarzenegger war, den ich eben auch gut kenne, mit dem ich auch schon einige Dinge machen durfte, oder vor einigen Jahren mit Brad Pitt, der eben in dem Moment sogar, er hatte damals den Film Troja gedreht und ich war das einzige Regie-Team und Produktionsteam, was behind the scenes machen durfte. Also wir konnten diese Dreharbeiten dokumentieren als einziges Team weltweit, waren also ganz nah dran am Geschehen. Und Brad Pitt spielte ja den Achill sozusagen in den Troja und prompt als Achill mit der berühmten Ferse bricht er sich die Ferse während der Dreharbeiten, oh mein Gott, und ein Schiff springt. Und er hat diese Szene weitergespielt. Ich habe sie sogar mitgefilmt, diesen Sprung. Aber dann war nichts mehr zu machen. Und diese ganzen Dreharbeiten mussten 6 Monate pausieren. Monate. Und wo die ganze Filmcrew, die ja in Malta alle Standby war, nach Hause geschickt wurde. Und trotzdem, weil sie alle Verträge hatte, kostet ein nicht gedrehter Filmtag 100.000 Euro oder Dollar. Das heißt, das war deshalb auch eines der teuersten Filme, weil 6 Monate Stillstand war. Mhm. Aber dann kam er zurück, als ob nichts gewesen wäre, sozusagen, und hat voller Frohsinn, hätte ich fast gesehen, seinen Achill weitergespielt.
und den Wolfgang Petersen, der am Boden zerstört war, eigentlich aufgebaut und sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir alle Tage. Und das nur als Beispiel. Es gibt auch unter den großen Stars eben diese Menschen, die mit einer gewissen positiven Haltung einen auch anstecken. Ja. Ja, ich kenne von dir die eine oder andere Geschichte, weil du warst ja schon oft auch bei Events großen dabei, auch bei großen Motivationsevents und so weiter, weil deine Geschichte ja allein schon sehr motivierend ist und auch ein Umgang mit gewissen Situationen. Ja. Ich kann mich noch an dieses Musikfest erinnern und verschiedene andere Dinge. Kannst du gerne nochmal zwei, drei Worte erzählen, weil es ist ja immer genauso, sage ich mal, die Krisen da draußen, das ist die eine Art von Krisen, aber die anderen Krisen, das sind halt so die Dinge in unserem eigenen Leben, bei unseren eigenen Projekten, wo mal was schiefläuft oder wie damals, wo du gesagt hast, ja, die Musikfest da produzieren wollen, vielleicht dazu kurz die Story. Es gibt da sogar zwei Beispiele, die ich selbst erlebt habe, wo ich die Kurve noch gekriegt habe. Und das andere Beispiel, wo ich die Kurve nicht bekommen habe. Und es hat in der Rückschau für mich auch klare Ursachen. Die eine Geschichte, wo ich die Kurve noch bekommen habe, ist in Katar passiert. Katar im Moment in aller Munde als Vermittler in den Kriegen in sozusagen im Gazastreifen aktiv. Katar durfte ich eine große Open-Air-Show produzieren für die Kataris. Und einen Tag vor dieser Show, die im gesamten arabischen Raum live übertragen werden sollte, fegte ein Hurrikan über uns hinweg und zerstörte die Bühne. Komplett. Am Tag der Live-Show war klar... Wir blenden da vielleicht ein paar Bilder ein, wenn das okay ist. Ja, am Tag war klar, hier kann keine Live-Show passieren. Mhm. Alles kaputt. Und die Araber kamen zu mir und was machen wir? Verlieren unser Gesicht bei unseren Freunden. Ich habe gesagt, gut, mit einem Tag Verspätung, wenn ihr mir die Technik ersetzt, wenn ihr mir Mitarbeiter ersetzt, dann schaffe ich es, mit einem Tag Verspätung diese Show zu machen. Um es dann kurz zu machen, ich habe sozusagen Engelzungen, aber reden müssen mit Mitarbeitern, die ich schon abreisen wollte, mit Tänzern und Mitwirkenden, die ihren Flieger kriegen mussten. Und ich habe alle aufgehalten sozusagen, aber nur persönliches Engagement. Bitte bleibt hier, hängt diese Nacht dran, lasst mich jetzt nicht im Stich. Also ich habe selbst persönlich viel Überredungskunst. Aber am Ende hat sich's gelohnt. Ich war dabei und ich konnte alle motivieren zu bleiben. Und es war eine sehr, sehr erfolgreiche Show. Die erfolgreichste Show dann im arabischen Raum in dieser Zeit. Schnitt, hat es geklappt. Jahre später versuche ich in Leipzig eine große Popshow auf die Beine zu stellen unter dem Titel 50 Jahre Pop. Und drei Tage vor dieser Live-Show kommt zu mir der örtliche Veranstalter und sagt, wir verkaufen keine Tickets hier in Leipzig, keine Ahnung. Und ich hatte so 10.000 Verkaufstickets kalkuliert, es wurden aber nur 2.000 verkauft. Habe ich gesagt, na gut, mit 2.000 könnte ich diese Show eigentlich auch machen. Die kann man so platzieren in der Halle. Hauptsache, es wird gesendet, weil es ja auch Auslandsverkäufe, die Show. Sie finanziert sich eben nicht nur über Tickets, sondern auch über Auslandsverkäufe. Und ich hatte ja Verträge mit den Stars. Und hier kam aber zu, als mir der Veranstalter das sagte, war ich nicht vor Ort. Das war in Leipzig. Und ich war in Herrsching am Ammersee. Das heißt, ich war vor Ort nicht. Und ich konnte jetzt nicht diese Überzeugungsarbeit leisten, sondern die Mitarbeiter, die Ü-Wagen-Team, die Stars, die schon angereist waren, alle sagten, na, das muss ja abgesagt werden. Und alle dachten, naja, ganz gut, am Samstag habe ich eh was anderes vor, dann mache ich das. Also die waren alle so im Fluchtfieber auf einmal. Und ich konnte sie nicht aufhalten. Und das ging daneben. Und es war eine große Pleite mit der Überschrift Popshow gleich Flopshow in der Bildzeitung. Mhm. Ja, da war ich nicht vor Ort, da konnte ich nicht motivieren, da konnte ich nicht sagen, bleib. Da ist es dann schiefgegangen. Das ist eben das, wo es einmal geklappt hat, weil ich vor Ort war. Und das andere hat es nicht geklappt, ich war nicht vor Ort. Und das war für mich so typisch sozusagen, wie kann es kommen? Ne? Ich habe mit dem ganzen Elan war ich da engagiert. Aber du bist auch eben nicht gefeit vor solchen Pleiten, Pech und Pannen. Und dieser blaue Fleck, der hat schon wehgetan. Gut, mittlerweile ist er rausgewachsen, aber trotzdem, man braucht sowas eigentlich nicht.
Aber das ist wie bei Rocky Teil 1, es gibt keine Revanche, ist ein falscher Satz. Es gibt so lange Revanche, solange ich will, dass es Revanche gibt. Das heißt, es gibt immer wieder die neue Möglichkeit, aufzustehen und weiterzumachen. Und wenn, bleiben wir beim Wording des Boxens, wenn ein Kampf mal verloren ist oder wenn die Augen mal blau sind und ich mich abputze und wieder aufstehe, habe ich trotzdem die Chance, nachher wieder den Titel zu holen. Und da brauchst du allerdings auch Unterstützung, gern von anderen. Du kannst ja mit einem gewissen, mit eigener Kraft viel schaffen und dich auch selbst sozusagen wieder hochziehen auf dem Schlamassel. Du brauchst aber auch andere. Bei der Pleite der Popshow habe ich in dem Moment schon gedacht, mich liebt keiner mehr. Sondern ich kriege keine Aufträge mehr. Ich muss wieder meine Gitarre nehmen und Straßenmusik machen. Okay. Das war es im Fernsehen für mich. Nein. Das ZDF, aber auch andere Sender, RTL, selbst viele Stars, gesagt, was hier da passiert ist, ganz schlimm, aber wir glauben an dich. Ich habe weiter Aufträge bekommen. Viele Stars haben auf ihr Honorar verzichtet, um mir zu helfen. Also auch da wiederum bist du dann froh, wenn es um dich herum Menschen gibt, die dir Mut zusprechen. Super. Ja, Holm, vielen, vielen Dank für das Interview. Wir sind zum Schluss gekommen. Ich würde sagen, eine Salbe hätte ich noch, die ich dich bitte, dass du annimmst. Ich würde sagen, egal ob es jetzt um persönliche Krisen geht oder um Krisen da draußen, ich habe eine Bitte, dass ihr mir glaubt, dass die folgende Wette von meiner Seite durchgehen könnte. Und zwar die Wette lautet, es wird sie geben, die Zeit nach der Krise. Wenn ihr die Wette jetzt annimmt, dann werdet ihr die Zeit erleben nach der Krise. Und wer sagt, nee, Krise ist Krise und das ist auch jetzt meine Krise, der macht jetzt die Krise da draußen auch zu seiner Krise, glaube ich. Das muss man mal so sehen. Es hat auch immer Riesenchancen in Krisenzeiten gegeben. Das muss man, glaube ich, auch richtig im Auge behalten. Und es hat jede Medaille hat halt zwei Seiten. Und ja, ich glaube, es geht jetzt darum, wieder die positiven Dinge zu sehen in den Vordergrund. Es läuft nicht alles wie in einer Perlenschnur. Man hätte das gerne. So, Perlenschnur, alles prima, immer. Das läuft bei kaum jemandem. Wohl jemand sagt, bei mir ist bisher wie alles in einer Perlenschnur gelaufen. Prima, Gratulation. Aber ich glaube, der sagt dann auch in anderen Dingen meistens nicht die Wahrheit. Ja, okay. Aber de facto ist meistens das nicht so. Und das Leben ist wellenförmig. Ja. Und wenn eben ein Tal ist, dann musst du einfach durch dieses Tal streiten und du musst selbst da was für tun, aber dich auch auf Freunde verlassen, dass es auch wieder bergauf geht. Und das ist nicht nur ein leerer Spruch, sondern diese Zuversicht und diesen Optimismus muss man sich erhalten, sonst kann man gleich die Vorhänge zuziehen. Genau, also man darf sagen, einer der Punkte ist tatsächlich, dass man diese Resilienz hat, also wieder aufzustehen, aber das andere ist auch die wichtigsten Menschen um einen herum, der Freundeskreis, die vielleicht auch persönlichen Mentoren oder Freunde oder wie auch immer man das jetzt sieht, ist ja auch meine Meinung, ist ganz, ganz wichtig. Ich sage auch immer, keiner gewinnt alleine am Ende des Tages. Ja, völlig richtig. Ja, ich glaube, Holm, das ist ein schönes Schlusswort. Der allerletzte Satz, also gehört natürlich trotzdem wie immer meinem Gast. Ich freue mich, dass ich dich vor vielen Jahren getroffen habe und dass wir uns auch schon so lange kennen. Und es ist immer eine Bereicherung, mit dir zu sprechen und auch für mich wieder immer neue Ideen, die daraus resultieren. Vielleicht hast du noch einen Impuls oder eine Sache, die du mitgeben möchtest, unseren Zuhörern, unseren Zusehern, womit sie dich in Erinnerung behalten sollen. Na gut, schwer kluge Worte zu sagen. Eigentlich ist es das, was wir eben zuletzt auch besprochen haben. Wenn man im Moment die Nachrichten einschaltet, dann will man sie eigentlich nicht hören und nicht sehen. Aber abtauchen, wegtauchen hilft ja auch nichts. Das heißt, man muss sich schon den Dingen stellen, auch weiterhin auch dem Leben stellen, auch wenn es einen gar nicht selbst betrifft, es betrifft dann andere. Aber man sollte trotzdem immer die eigene Kraft und die Stärke haben, auch sie weiterzugeben, diese eigene Kraft an andere, wenn irgendwo ein Tiefpunkt ist, dass es eben dann doch wieder aufwärts geht. Und man mag es immerhin gar nicht glauben, wenn es jetzt was im Gazastreifen und in der Ukraine losgeht. Und es wäre vielleicht auch zu leicht, fertig, um nicht zu sagen leichtsinnig, zu sagen, es wird schon wieder. Das darf man auch nicht machen. Das hat mit Menschen eben zu tun. Und das ist aber ein Teil unseres Lebens, auch unsere Geschichte. Und wir können nur die Daumen drücken, dass diese beiden Krisenherde irgendwie zeitnah dem Ende zugehen. Das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung.
Genau. Jetzt, wo wir diese Sendung aufnehmen, Weihnachten steht vor der Tür. Wir hoffen das Beste, dass wir sozusagen mit neuen Visionen ins neue Jahr gehen können und dass dieses kommende Jahr eines wird, wo wir wieder ein bisschen mehr Frieden auf der Welt erleben und ein bisschen über Ja, positive sollten wir Dinge. uns alle wünschen und hoffen. Ja. Und wenn wir irgendwas dazu beitragen können, was ja von den Einzelnen schwer ist, aber möglicherweise gibt es den einen oder anderen, der sagt, da fällt mir schon was ein, dann sollte er aktiv sein. Alles klar, Holm, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war mir immer ein Vergnügen, mich mit dir auszutauschen und von dir zu hören. Okay. Dankeschön. Gut. Euch allen alles Liebe. Tschüss, ciao, servus.